Hallo Borg, Heide, hallo Welt, da bin ich wieder, euer Lutze, wie immer am Montag. Der Januar ist nun auch wieder fast Geschichte. Die Winterferien stehen ins Haus. Ab 4. Februar sind für eine Woche Winterferien. Und bis Ostern sind es nur noch 83 Tage. Und das ist dieses Jahr am 21. April. Jo, wie wir lesen konnten bei Borgheide News, gibt es in Borgheide mittlerweile 2034 Bürgerinnen und Bürger. Es wächst immer mehr hier, der Ort wächst immer mehr. Mal sehen, wie weit das noch so geht. Jo, und dann könnte man natürlich auch mittlerweile ein paar Polizeiberichte wieder über Borgheide lesen. Hier wurde ein Fall erwähnt, wo es um Drogen und Alkohol am Steuer ging, wobei ich mich immer frage, wo der Unterschied zwischen Drogen und Alkohol liegt. Da gibt es Forschungsergebnisse von britischen Forschern, die behaupten, Alkohol sei weitaus gefährlicher als Heroin oder Crack. Ja, nun keine Angst, ich steige jetzt nicht auf Heroin oder Crack um, aber Alkohol sind dann doch wohl auch, oder Alkohol fällt bei mir jedenfalls auch unter Drogen. Jo, dann gab es natürlich noch einen Zwischenfall, und zwar gab es einen schweren Unfall hier in Borgheide, wo ein Radler die Straße gequert hat und mit einem Auto zusammengestoßen ist. Der Radler hat sich schwere Kopfverletzungen zugezogen und die Autofahrerin hat einen Schock. Ja, wir wünschen natürlich beiden gute Besserung und passt auf bei dem Licht draußen und bei der Glätte. Es ist doch ziemlich gefährlich. Licht an und leuchtende Klamotten an. Dann sollte es ein bisschen besser werden. So, dann gibt es noch einen Suchhinweis von der Grundschule. Die Grundschule sucht jemanden, der leidenschaftlich Schach spielt und sich vorstellen kann, den Kindern im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft Schach anzubieten. Also wer sowas kann und sich zutraut, mit den Kindern zu arbeiten, der kann sich gerne bei der Frau Freiler, der Sekretärin der Grundschule, melden und dort eventuell mit den Kindern solche Schachspielereien dort machen. Ja, und auch der Jugendclub fragt, wer Lust hat auf 3D-Drucken. Sie haben die Möglichkeit, in einem Jugendclub in Borgheide, Borgwalde 3D-Drucken anzubieten. Allerdings muss das erst organisiert werden, wenn es Interesse gibt. Also die klopfen das natürlich erstmal ab. Wer da Interesse hat und sich informieren will, wendet sich einfach mal an den Streetworker, an Stefan Güthoff. So, dann kommen wir noch mal kurz zum Sport. Auch dort gibt es Neuigkeiten, denn der BSV 90 hat weiter aufgestockt. Der hat ja nicht nur Fußball und andere Sportarten, sondern mittlerweile auch eine Volleyball-Sektion. Im November 2018 wurde das dem Vorstand präsentiert und die hatten dort die Vorstellung von einer Gründung einer derartigen Sektion, wurde dann auch so beschlossen, und ab dem 18.01. gibt es die entsprechenden Vorbereitungen und Ausstattungen, und das Schnuppertraining hatte begonnen. Damals waren 26 spielbegeisterte Volleyballer da, und beim zweiten Training waren es 22 Sportfreunde. Mittlerweile wurden 20 neue Mitgliedsanträge ausgereicht, und es freuen sich natürlich auf die Volleyballspieler die Trainer der neuen Sektion, Enrico Schumacher und Kathleen Günther. Die Kati natürlich. So, jetzt fehlt nur noch das Wetter. Matze, was sagst du dazu? Ja, hallo Lutze, hallo Borgheide, hallo Welt. Kommt mal schnell zum Wetter. Ich weiß gar nicht, ob ich das noch kommentieren muss, denn es könnte ja so schön sein. Übrigens, danke Heidi für das Foto aus dem Erzgebirge. Aber leider ist es hier bei uns in der Gegend so wie hier zu sehen. Und das Eis war schön fest geworden im Schwimmbad, aber der Regen hat es zum Wochenende wieder zunichte gemacht. Das haben wir ja erwartet, und es wird auch in der nächsten Woche nicht mehr werden an Eis. Wir haben tagsüber um die 1, 2 Grad, nachts um die 1 bis minus 1 Grad. Hat mit Winter hier wieder mal nichts zu tun. Und es wird auch die ganze nächste Woche wahrscheinlich so bleiben, oder diese Woche, die ganze Woche so bleiben, dass wir wieder so ein Mischmaschwetter haben. Vielleicht schneit es ja heute Nacht noch mal kurz, aber auch da sieht es schon wieder gar nicht mehr so gut aus bei uns. Und wenn, dann wird es morgen früh auch nur noch den Verkehr durcheinander bringen. Ja, ansonsten würde ich sagen, vielleicht klappt es ja am Ende Februar, Anfang März nochmal mit ein bisschen Winter. Vielleicht auch noch ein bisschen Schnee. Man soll die Hoffnung nicht aufgeben. Kommt gut durch die Woche. Ciao.
Ja, Wetter ist immer so ein bisschen gruselig. Wenn wir doch mal so 2 Meter Schnee hätten, würde ich mich ja richtig freuen. Dann müssten sowieso alle zu Hause bleiben, würde es keinen Verkehr hier geben und wir könnten mal so richtig schön im Tiefschnee warten. Jo, das war's nun schon wieder. Das heißt halt, Moment, wir haben noch eine kleine Neuigkeit und zwar Borkheide News TV hat nun mittlerweile auch den Weg zu Instagram gefunden. Instagram ist ja nun eine Plattform mehr für stehende Bilder, nicht für laufende Bilder oder nur in begrenztem Maße. Aber wir haben uns dort tatsächlich angemeldet und wer möchte, kann uns dort auch gerne abonnieren. Wie natürlich auch hier unten, wer hier Borkheide News mag, auch bei YouTube darf uns abonnieren und kriegt natürlich immer das Neueste auf die Augen. So, das war's dann hier bei Borkheide News TV am Montag. Wie immer, euer Lutze und wir sehen uns wieder am nächsten Montag und tschüss.